Komm aber Leute, was geht ab, ich ins Kaidoa kann. Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einer kleinen Extra-Information. Erstmal so eine Sache am Rande. Vor exakt einem Monat war ja der Valentinstag. Dort haben die Herren der Schöpfung von den weiblichen Wesen Schokolade geschenkt bekommen. Liebe Schokolade, Freundschaft Schokolade und dann auch Schokolade, die man generell den anderen Leuten schenkt, die keine Schokolade bekommen haben. Ja, dass sie nicht ausgeschlossen werden. In den europäischen Ländern ist der Valentinstag nicht so populär. Ja, er ist auf jeden Fall da und mal mehr, mal weniger, aber ganz besonders in den asiatischen Ländern ist das dann doch nochmal ein ganz anderes Kaliber. Ist eine coole Sache, ja, dem Partner zu zeigen, dass man ihn irgendwie gerne hat, wobei es eigentlich nicht auf einen speziellen Tag ankommt. Ja, man kann dem Partner ja jeden Tag zeigen, dass man ihn gerne hat. Eine kleine extra Aufmerksamkeit finde ich an sich schon schön gemacht, so, obwohl alles auch ein bisschen kapitalistisch veranlagt ist, aber ich möchte nicht haten, denn im Endeffekt ist alles kapitalistisch veranlagt. Ja, und exakt einen Monat später, nämlich heute am 14.03. ist dann der White Day. Dort sollen dann die Herren der Schöpfung dem weiblichen Wesen weiße Schokolade schenken. Ja, White Day, weiße Schokolade. Ist im Endeffekt dann der Gegensatz. Ja, ist auch eine sehr, sehr coole Sache. Ist, in wie gesagt, in den asiatischen Ländern auch eigentlich gang und gäbe. In den europäischen Ländern leider nicht so. Ja, ganz besonders der White, der wird eigentlich manchmal gänzlich vergessen. Keine Beachtung geschenkt, was ich dann wieder ein bisschen schade finde. Vielleicht entwickelt sich das alles ein bisschen. Es ist aber auch natürlich alles kulturbedingt. Ja, dazu erstmal die Sache. Also ich wünsche euch allen da draußen einen wunderbaren White Day. Es gibt natürlich auch noch eine krasse Neuigkeit, Detective Conan, deshalb auch dieses Video. Und zwar gibt es eine Kollaboration, ein Zusammenspiel von Detective Conan, dem Anime, ja, und dem Charaktercafé Anime on Station. Genau am 28. März wird es nämlich in diesem Charaktercafé eine radioartige Fernsehshow geben, ja. Nicht von irgendwelchen Leuten, normalen Leuten, die moderieren, nein, sondern von Conan Edogawa und Amuro, wie sie im Private Talk zu hören sind, ja. Das Ganze natürlich, man hat Detective Conan Musik, man kann was essen, man kann was trinken. Unter anderem gibt es dort fette Special, Pfannkuchen gibt es. Dann gibt es noch einen Detective Conan Burger und Triple Face Pasta. Ja, Pasta, Triple Face, Amuro und so weiter und so fort. Jeder, der den Trailer sich angeguckt hat, der weiß auf jeden Fall, was damit gemeint ist. Also wieder so ein bisschen Conan-artig, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache. Was mich besonders dabei tangiert und was mich interessiert, ist natürlich, über was sie reden, ja, vielleicht kommen noch mal ein paar Informationen zusätzlich zum Kinofilm raus, zum 22., die wir noch gar nicht wissen. Sobald ich da irgendwas Neues in Erfahrung kriegen kann, werdet ihr auf jeden Fall informiert. Soweit so gut, das war's eigentlich, leider glaube ich, hat hier keiner groß die Möglichkeit, am 28. März zu diesem Café hinzufahren. Das ist übrigens, ja, in Japan, wer es noch nicht gedacht hat. Ist auf jeden Fall eine gute Sache, trotzdem, also man muss schon wirklich sagen, wenn Conan irgendwann so populär in Deutschland wird wie in Japan und hier halbwegs so die Marketingtrommel geschwungen wird, ja, wie dort, dann ist ja Feierabend, ja, also wenn ich ein Japaner wäre, auch jetzt, so wie ich jetzt bin, weil bloß in Japan wohnen würde, da würde ich zu jedem Event hingehen, was irgendwie in einer Art und Weise mit Detective Conan zu tun hat. Ja, also das ist extrem geil, was die da machen. Und ich denke mal auch, dass der nächste Kinofilm, der 22. wieder mal von den Tickets, ja, von den Absatzzahlen mehr verkaufen wird, mehr erreichen wird als der letzte Film. Ja, das ist ja meistens so, dass die Detective Conan Filme sich immer wieder toppen. Ja, der eine bricht, der 20. bricht vom 19. den Rekord, der 21. vom 20. und so weiter und so fort. Ich denke mal auf jeden Fall, dass noch Luft nach oben, ja, gerade weil Detective Conan, ich sag mal jetzt auch, so angesehen werden kann, ja, man kann sich den angucken, ohne extrem genau involviert zu sein in die Story, ja, zum Beispiel in Deutschland hat man es ja auch gesehen, Kino waren eigentlich immer voll, ja, Kino war voll, aber es ist ja leider so, dass 80-90%, die in Deutschland leben, die Leute, ja, gar nicht auf den aktuellsten Stand sind, ja, die sind ja nur bei den aktuellsten Stand der deutschen Folgen, nicht mal Manga, aber trotzdem hatten die alle sehr, sehr viel Freude beim letzten Kinofilm. Das war's, ich hoffe, ihr habt einen schönen White Day, bis zum nächsten Mal, euer Kaido Akai.